Ja, natürlich. Das ist gut, zurück auf dem Handballfeld kommen, aber schade, dass wir könnte nicht kommen Punkte hier. Ich glaube, das war ein wichtiges Spiel für uns und wir hatten so viele technische Fehler und auch, glaube wir müssen mehr Energie haben und mehr kämpfen oder so. Auch die Abpraller, Lemko hat alle Abpraller gemacht und weiß nicht, wer war nach 40 Minuten oder so, wir waren tot. So. Das war nicht gut, aber wir haben ein Spiel am Mittwoch jetzt, so wir müssen weitergehen und denken nach dem nächsten Spiel, glaube ich. Ja, natürlich, wir werden echt pissed oder so, weißt du, aber jetzt, wir können das nicht ändern, so wir können auf Video gucken und wir können sehen, was wir hatten schlecht gemacht und glaube auch, wir hatten ein paar Dinge gut gemacht, so. Aber das wollte die Trainerteam und wir glauben, wir gucken Video morgen, was war nicht okay heute. Aber dann ist weiter und wir haben ein ganz wichtiges Pokalspiel Mittwoch. Ja, ich fühle in okay Shape oder Form oder so. Ich hatte keinen Schmerz heute, so das war gut und natürlich brauche ich ein bisschen mehr Spielrhythme oder so. Aber Handball ist. Du musst gewinnen, das ist Handball, weißt du. So, wenn das nicht funktioniert, das ist ja, schade. Ja, natürlich ist die Enttäuschung ist schon groß, vor allem weil es auch gegen direkten Konkurrenten war. Und man auch ja, da hätte die oberen Plätze festigen können. Aber ja, wir waren einfach noch nicht heute auf dem Level. Wir waren nicht voll da und das braucht man halt, um gegen Gegner in der Bundesliga zu gewinnen und das war halt einfach nicht da. Ja. Natürlich wundervolles Gefühl. Natürlich hätte das Spiel auch besser sein können. Es war jetzt nicht das perfekte Spiel dafür. Aber natürlich es ist es ein wundervolles Gefühl, schon so nah bei den Profis zu sein und auch halt zu merken, man kann auch mithalten in gewisser Weise. Und deswegen schon ein besonderer Tag für mich. Trage ich mir auf jeden Fall einen Kalender ein. Ja. Ja, auf jeden Fall. Klar, das ist immer mein Ziel. Vielleicht irgendwann auch bei jedem Spiel auf dem Spielberichtsbogen zu stehen. Ja.